Moin Leute, willkommen zurück zu, keine Ahnung, wovon, ne? Ja, mir fallen keine Begrüßungen mehr ein, aber ist mir scheißegal. Ist mal lange her, dass ich mal wieder ein Warfunner-Video drehe, alleine. Wow. Juhu, 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 juhu. Mir fehlen immer noch weiße Credits, also dieser Silver Lions. Ich bin total noch in dem Best of von Overwatch verwickelt mit Cassidy. Falls ihr euch noch nicht angeguckt habt, guckt es euch an. Ich mache jetzt 9 Tage, keine Ahnung, paar Wochen. Es werden jetzt nicht viele Best of sein. Wahrscheinlich bis zum 2. September dann endet. Aber ist mir auch scheißegal. Ich bin kein großer Fan von Overwatch. Gibt's auch viele Gründe. Ich glaube, die Gründe kennt ihr schon. Als ihr euch meine Meinung über Overwatch gehört habt. Wie ja schon gesagt, ich hasse zwar Team Deathmatch Spiele, aber wir machen wovon da leider 50 Videos, mehr als 50 Videos. Das heißt, es kommen noch ein paar. Dann war es das auch. Da kommen 3 Streams oder so. Aber ich schätze mal, irgendwann kehrt es dann wieder, als ich schaue mir die Season an. Warum sehe ich meinen LKW? Der hier ist eigentlich krass in Punkten zusammen. Ich sag's so, wie es ist. Der LKW hier ist krass. Und ich habe noch viel zu tun heute. Informationsvideo zu drehen. Und so ein Sch. Oh, Alter. Schluck auf. Und noch weitere Scheiße. Wow, genau das, was ich nicht brauche. Was? Mehr Infos zur Website. Nein, danke. Schließen. Okay, meine Aufgabe. Den hier. Deswegen gehe ich mal kurz jeden Panzer von mir einmal um. Bei Modi. Der ist auch fertig. Okay, das kann ich da eigentlich noch lassen, relativ gut. Das nicht. Oh, fuck. Der ist auch schon fertig. Na gut. Sieht bis jetzt eigentlich so gut aus, aber was das Ding ist, bevor wir gleich eine Runde starten. 38.000 Silberlions. Gucken wir meine an. Mir fehlen ungefähr 7.000. Also so ungefähr. Das Ding ist, hier haben wir auch bald einen neuen Panzer. Und dort den auch. Und dann kommen ja hier Rang 3. Dann wird's nervig. Ich komme, hab leicht so eine Idee, dass ich erstmal, ja, bevor wir eine Runde starten, erstmal zu Ende Modifikationen mache. Damit das nicht mehr nervt. Keine Angst. Das ist ja jetzt nicht so schlimm, wie man denkt. Ja. Starten einfach rein, bla 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 und let's fetz. Und übrigens, nach Schweden, wenn ich keinen Bock mehr habe, spielen wir Italien. Vielleicht mal danach China, Japan, bla bla bla. Oh nee, nicht Karelien. Ich spiele das immer noch auf der Konsole, nicht auf dem PC, auch wenn das ein PC-Spiel ist. Spiele ich das denn auch auf der Konsole? Ist ein geiles Spiel, kann man auch geil steuern. Okay, mit wem gehe ich als erstes? Das ist eine Frage. Ich glaube, ich nehme den. Ah, ja, ich nehme den. Junge! Junge! Marder ist vor mir, Alter. Ein Marder. Junge! Wir sind noch nicht mal im Krieg. Auf einmal höre ich nur noch Bomben. Digga, was ist das? Junge! Spannt mal eure Nuggets! Alter, das ist mehr Krawall, ohne jetzt, ohne eine Party zu starten mit Kumpels oder so. Das ist ja noch mehr Krawall, als man denkt. Alter Schwede. Erinnert euch noch an die Sound des Videos, wo ich ja krank war. Ihr seht sogar, ich nehme für euch auf, auch wenn ich krank bin.
Das ist mir immer so scheißegal gewesen. Hauptsache ich drehe. Und ich erzähle euch gleich erstmal, wie viele Spielstunden ich hier im Wurf habe. Ich glaube, da werdet ihr buff sein irgendwie. Gucken wir erstmal. Okay, wir haben OP. Wir wissen OP. Das Ding ist auch, wenn man OP-Spieler, also OP-Länder hat gerade, wie Schweden. Ich finde es witzig, dass ich es gerade gesehen habe. Ich bin so ein kleiner Pups. Das Ding ist, hinter dem Felsen ist einer. Und da oben. Ding ist, ich bin so klein, ich sehe die nicht mal. Ach komm, ich sehe euch nicht mal. Ah. Ich hasse so welche Leute, die sich so verstecken müssen. Wie kleine Pussys. Junge. Kreuz. Kreuzung, Alter. Beep, 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 beep. Warte, ich bin gleich da. Okay, lebt wieder. Alles gut. Nein, nein, hier sind so. Meine Freund. Super. Nein, das ist so. Ich krieg dich noch. Ah, und ich muss noch laden. Lad nach, er kommt, er kommt, er kommt. Hätte getroffen. Hätte getroffen. Ah, fuck. Mit meiner Kanone kann ich nach oben gucken, nach unten gucken. Mann. Wo ist mein ich? Muss ich natürlich in den Angriff fahren. Ja, wie viel hält der aus? Schlepp doch mal. Hey, wie viel hält der Hurensohn aus? Ah, jetzt ist er tot. Genau. Er ist erst tot, wenn ich tot bin. Okay. Nee, wir nehmen den. Wir nehmen die Beate. Fragt nicht, warum ich sie so genannt. Ich kann kein Deutsch mehr. Sie so genannt habe, aber ist es ein krasser Panzer. Also für einen Rang 1 Panzer ist der hier schon krass. Viel zu krass für einen Rang 1. Man muss so hoch gucken, das ist so nervig. Um jemanden zu treffen, müsst ihr richtig hoch gucken. Ich werde nicht fragen, warum ich den jetzt genommen habe, damit ich wenigstens noch den LKW habe am Ende. Ich bin jetzt ein, ich würde mal nicht sagen, ein leichter oder schwerer Panzer. Dieser Panzerjäger ja, ist zwar schon krass, aber wenn ihr Schweden spielt, ich glaube, dann wisst ihr, warum der nicht so geil ist. Manchmal. Erstens, man kann nur 10 cm nach links gucken und nach rechts. Okay, es ist ein Panzer. Es ist so eine Art Panzer, würde ich sagen sogar. Ja, ich bin so unaufgewärmt gerade.
dabei drehe ich drei, dabei ist heute dieser wieder einer meiner Drehtage, wo ich drei Videos hochlade oder zwei. Der Rest ist irgendwie nur drehen. Mega, wie gewinnen wir das noch? Ui, das war ein harter Schuss. Und zwar wie ein harter. Eieiei. Voll in die Muni. Och nee, ey, ich hasse so welche Panzer, die immer Busche an seinem Panzer klatschen müssen. Das sind so Arschgesichter, die das machen. Aber es ist zwar schlau, aber es ist nervig. Schlau. Jetzt bin ich ein scheiß LKW. Eieiei. Achtung, LKW muss hier durch. Alter, jetzt ist es plötzlich so still. Alter, was ist hier los? Alter, es ist still geworden. Ich kann es nicht spüren, weil ich nur ein scheiß LKW habe. Ja, halt! Hauptsache er ist tot. Jetzt gucken wir erstmal zu, wer gewinnt. Junge. Jalla, Abfahrt. X-Boss. Er ist der Xbox-Captain. Er ist X-Boss 78. Ja, das ist das erste Gefecht, was ich heute spiele. Wortwörtlich, ich habe das erste Gefecht heute gestartet. Und das erste, was ich mache, ist wie ein Psychopath mit dem LKW rein. Ich bin einfach manchmal nicht ein Soziopath, aber ich hasse es mal, wenn du mit einem Headset-Mikrofon reinredest und alles in dem Headset hörst, ne? Das ist irgendwie ein bisschen beschissen, als man denkt. Ah, das ist jetzt, liegt jetzt nur dran, weil, ja, wie soll ich sagen, es ist jetzt einfach nur, weil die eine Seite immer komplett taub ist manchmal, wenn du irgendwas startest, zum Beispiel hast eine Filmsequenz oder so. Das ist schon nervig. Aber es geht, würde ich mal sagen.
Purple Jason. Was? Ah, scheiße. Mann. Mann. Ja. Kacke. Jetzt mein Headset nass machen. Ich hasse Cola so stark. Ich trinke es zwar gerne, aber es ist so nervig. Jetzt rieche ich wieder nach Cola für die nächsten 8 Tage. Und Samstag, wenn ihr euch wundert, kommt erst um später 3 Videos am Samstag. Das heißt, wir machen Freitag ein. Warte mal, wenn wir jetzt. Warte mal, welchen haben wir heute? Wir haben heute Dienstag. Heute wäre jetzt das. Dann 4. Dann Donnerstag wieder das. Freitag wären 4. Ja, Samstag kann ich leider nicht so viel drehen. Weil ich meine, ich bin erst um 20 Uhr, denke ich mal, wieder hier. Nein, kein Scheiß, Gamescom oder so. Da werde ich niemals hingehen. Es gibt aber viele Gründe, warum ich da nicht hingehen will. Der erste Grund ist wahrscheinlich einfach nur, ich hasse sowas. Ich meine jetzt nicht böse, aber ich hasse echt manchmal so, wo viele Leute in einer Armee rumlaufen. Wisst ihr, so wie als würdest du in einen Freizeitpark gehen. Kommst da hin im Sommer. Und dann ist es so randvoll, genauso nervig ist es. Und du musst dir Tickets und so sichern. Nein, danke. Tickets habe ich keinen Bock. Und sag mal, wenn gestern ja ein Best of kam, mache ich heute ein. Auch ein Best of, und zwar fange ich heute an dem Best of an, weil gestern ein bisschen bach runter irgendwie, weil ich mache jetzt auch ein bisschen Aufnahmepause manchmal, weil erstens ich will das nicht wie beim letzten Mal haben, dass meine Augen knallrot werden und leuchtgelblich, also lasse ich es mal so, dass ich ein paar Tage auch nichts drehe, einfach ein bisschen Freizeit habe, ein bisschen entspanne und dann wieder hochlade. Das ist auch nicht immer so stressig. Heute mache ich das ausnahmsweise wieder mit dem Drehen. Auch von hier, War Thunder. Auch weil ich vom War Thunder gesagt habe, ich mache 80 Videos dieses Jahr noch. Also ich mache jetzt, komme jetzt nur noch bis 84, 90 Videos. Keine Ahnung, vielleicht mache ich 100. Keine Ahnung, muss ich mal gucken. Es ist auch so nervig, wenn man so viele War Thunder Videos hochladen muss in der Woche oder so. Deswegen mal überlege ich, vielleicht mache ich mal eins pro Woche. Oder zwei oder drei, keine Ahnung, muss ich mal gucken. Vielleicht aber auch einen ganzen Tag nur War Thunder Videos. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich auch eine Woche nur. Alter. Okay, okay, sorry. Vielleicht werde ich auch erstmal so lange so weitermachen. Und ich möchte jetzt nur noch ein paar alte Spiele spielen. Höchstens noch 4, 5 Spiele. Ich mache auch so, dass ich im September ein paar Spiele teste. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich ein paar Spiele sehen, die wir schon gedreht haben und so. Aber ich habe noch nie meine Meinung dazu gesagt, deswegen werde ich es in einem letzten Test euch besser sagen. Warum steht die Hälfte AFK? Oh, das ist der Panzer, den ich bekomme übrigens. So sieht er aus. Ich weiß, hässlich. Aber wahrscheinlich OP. Alter, wie viele leben eigentlich noch von uns? Egal, wir haben nur ein, wie ich hier sehe, ein richtiges Flugzeug, was sich bewegt. Der andere ist AFK. Okay, wir haben noch 2 von diesen Brückenpanzern. Also ich meine jetzt, das aussieht wie so eine Brücke. 2 Panzerjäger. Also der hier ist auch ja ein Panzerjäger. Und ein, wie ich hier, nee, war mal mittelschwer, war der hier, glaube ich sogar. Ich glaube, der war ein schwerer Panzer. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Also auf YouTube denkt man jetzt so. Ich sage euch jetzt am Ende, wie viele Spielstunden, weil. Ja. Es ist einfach nervig, wenn ich es euch jetzt zwischendurch sage. Aber ich muss denn euch auch sagen, warum so viele Spielstunden. Und dieser Panzer ist auch geil. Guck mal, wie. Der ist schnell. Alter, die Kette, die eine Kette hat sich gerade gar nicht bewegt, habt ihr es gesehen?
Genau hier. Genau das hat sich gerade gar nicht bewegt. So langsam fährt er. Seht? Das ist... Wahrscheinlich können die so lenken oder drehen oder was weiß ich. Aber ich finde es bei schwedischen Panzern so scheiße. Guck mal, hinten ist gepanzert. Vorne nicht. Ja, einfach gewonnen. Was wollen die tun? Was ist passiert? Junge, so ein krasses Gefecht hatte ich glaube ich schon lange nicht mehr. So, jetzt zeige ich euch mal die Spielstunden und warum, wieso, weshalb, bleibt dumm. Ich habe 501 Spielstunde, 501 Stunden in diesem Spiel. Eigentlich waren es gestern noch 500 Stunden, aber heute habe ich auch ein bisschen noch am Anfang gezockt. 501 Spielstunden. Muss schon sagen, ist echt übertrieben, ich weiß, aber es ist einfach. Es ist einfach geil. Wie oft auch immer. Ich überlege echt, ob ich erstmal Schweden sein lasse und erstmal Italien spiele, um Silberlein zu bekommen. Ja, ihr seht, ich komme nicht mehr mit den Schweden gerade ein bisschen weiter. Ist ein bisschen anstrengend. Aber naja, was soll ich tun, oder? Warte mal, guck mal kurz nach. Ist Mr. Zombie im Spiel? Spielt realistische Flugzeugpanzerschlacht. Aber naja, was soll ich sagen? 501 Spielstunden, das Spiel ist eben. Es ist schon alt, ja, aber. Ich bin immer noch fasziniert, dass es sehr viele Leute spielen. Guck mal hier, vor allem online. Das ist die Zahl der Online-Spieler. Ist noch relativ sehr hoch. Höher als bei Fortnite, um ehrlich zu sein. Schlachten. Es gibt 4151 Schlachten. Ist einfach krass. Das Spiel ist übrigens auch gratis. Könnt ihr auf PC, PlayStation, ich weiß nicht, ob es auf Xbox ist. Könnt ihr auch dort, glaube ich, sogar zocken. Keine Ahnung. Ich glaube auch auf Switch, glaube ich nicht. Oder? Muss ich mal nachgucken. Mehr Informationen gibt es nicht. Das ist keine Werbung. Bla bla bla. Ich sag's nur, wenn ihr Bock habt, das zu spielen, könnt ihr gerne. Das ist mit Abstand auch eins der geilsten Panzerspiele. Flugzeug, Schiffe. Die Tutorials. Ihr müsst euch einfach nur die Tutorials. Die erste, allererste Folge Warfare angucken. Alter, dieses Tutorial, du spielst es auf mit Controller. Drücken Sie bitte die linke Maustaste. Ja. Es ist ja auch ein PC-Spiel, also, was soll man sagen? Für 501 Spielstunden. Ich bin krass. So viele Stunden habe ich noch nie in einem Spiel gesetzt. Ich habe auch nochmal nachgeguckt. Fortnite haben wir bis 2022 gespielt. Aber das Ding ist, ich habe 94 Spielstunden dort drin. Auch wenn es nicht so aussieht, habe ich 94 Spielstunden trotzdem. In Brawlhalla habe ich 9, also würde ich, Brawlhalla waren 59. In Overwatch sind es 51 bis 60. Aber gar nichts. Top Tier gerade Warfunder bei mir. Gar nichts. Warfunder ist mein Lieblingsspiel. Favorite Spiel. Vielleicht werden wir irgendwann mal auch Leatherface und so spielen. Friday the 13 haben wir auch schon abgehakt. Zwar letztes Jahr. Gucken, ob wir es dieses Jahr schaffen, Warfunder abzuhaken. Weil ich habe es ein paar Mal nicht geschafft. Die Dauntless werden wir auch nochmal durchspielen. Das Ding ist, warum ich diese Spiele gelöscht habe, einfach nur wegen meinem Speicher. Also auf der, ich glaube, PlayStation-Spieler und Xbox-Spieler haben dasselbe Problem. Obwohl ich spiele auf PlayStation. Und zwar ist es immer der Speicher. Bei PlayStation ist es und bei der Xbox ist, geht so schnell der Speicher flöten, wenn du 5, 7 Spiele oder so auf deiner Konsole hast, ist der ganze Speicher einfach direkt futsch. Also ich habe ja schon sehr viele Spiele durchgespielt. Ich muss jetzt nur die Aufnahmen alle hochladen. Sehr viele sogar, um ehrlich zu sein. Aber naja, das war's mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.